Die heutige Wunschreview ist zu Chu Chu Chu. Der ist von Tsubaki Nakashima, ist 2006 in Japan erschienen und ist mit zwei Bänden abgeschlossen, ist schon etwas älter. Und da in Chu 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 geht es um Mitsu, sie wird von allen Honey genannt. Sie ist ziemlich klein, also sie ist 12 Jahre, allerdings wirklich sehr klein für ihr Alter und auch sehr flach, also vorne rum. Und sieht so ein bisschen aus wie ein Kleinkind. Ja, und als dann die Schule ein Schulfest veranstaltet, wo die Mädels aus ihrer Klasse als Mates auftreten sollen sozusagen, nähen ihre Freundin ihr extra ein kleines Kleidchen. Allerdings passt sie trotzdem nicht rein. Sie ist immer noch zu klein dafür und wünscht sich eigentlich dann halt endlich mal größer zu werden, auszusehen wie ein Teenager. Und in diesem Moment taucht der Vampir Robin auf, der sie dann plötzlich küsst und sie wird dann plötzlich groß und bekommt Brüste und sieht halt aus wie eine, ich weiß nicht, wie eine 16-Jährige oder so und stellt sich dann bei ihren Freundinnen als Hannis Cousine Bani vor, da sie ja nicht, ja sie hat zwar erst versucht zu sagen, hier, ich bin Hani, aber das glaubt natürlich keiner und sie findet es ganz toll, so rumzurennen, sie bekommt Aufmerksamkeit, sie sieht richtig toll aus und es gefällt ihr richtig gut. Übrigens hat Robin eine kleine Fledermaus, Kusuke heißt er, und der ist immer mit bei der Party und ist total niedlich und Honey versteht sich mit ihm, sie findet ihn niedlich. Das Schulfest endet dann nicht ganz so erfreulich, wie sie sich erhofft hatte. Plötzlich fangen Müllcontainer an zu brennen und sie will, dass dieses Feuer gelöscht wird und steht halt mittendrin auf einmal in diesem Feuer und will halt unbedingt, dass es jetzt aufhört zu brennen und will da heil rauskommen auch. Und in dem Moment taucht wieder mal Robin auf, küsst sie und löscht auch somit das Feuer. Und danach ist sie wieder klein. Robin ist allerdings immer noch bei ihr und bleibt jetzt auch erstmal bei ihr. Sie findet das zwar nicht so toll, aber besser als nichts, sagt sie sich dann. Und scheißegal, kann ich nicht ändern. Sie mag ihn zwar eigentlich nicht, aber was soll's, ich kann es momentan nicht ändern. Dann ist es soweit, es ist Wochenende und Honey wird von Robin auf den Arm genommen und die beiden fliegen. Robin kann halt Flügel bekommen, zu einem Einkaufscenter, zu einem riesen, wirklich riesen Einkaufscenter. Und da treffen sie erstmal Freundin von Honey, die beiden Freundinnen. Allerdings ist Honey in diesem Moment wieder Barney, da Robin sie wieder groß gemacht hat. Und die beiden sagten, dass sie eigentlich Honey abholen wollten und mit ihr dorthin wollten, aber sie war nicht da. Das macht Honey natürlich jetzt ein bisschen traurig, aber Robin sagt dann, komm, wir gehen jetzt shoppen, du brauchst Sachen, die dir passen, denn sie hat ja nur so Kindersachen, wo sie jetzt natürlich in ihrer Größe nicht mehr so richtig reinpasst. Sie probiert also richtig tolle Sachen an, fühlt sich richtig, richtig toll darin und Robin will ihr das dann kaufen, hat dann allerdings nur Unterweltgeld mit und das kommt nicht so gut in einem normalen Laden. Dann schlägt die Verkäuferin vor, ja, macht doch bei dem Pärchenwettbewerb mit. Der Pärchenwettbewerb, wenn ihr den gewinnt, dann bekommt ihr die Sachen umsonst. Und was machen die beiden natürlich? Klar, wir machen bei dem Pärchenwettbewerb mit. Und Honey fällt dann leider auf der Bühne und ihr Röckchen geht hoch und man sieht ihre Kinderunterwäsche, denn sie passt ja nicht in normale sonst. Und jetzt hat sie diese Kinderunterwäsche an und das ist ihr so peinlich, aber Robin hilft ihr. Er erschafft einen Regenbogen, der sozusagen alle hypnotisiert, damit sie das vergessen und Als sie dann von der Bühne runter sind, kommen Hannis beiden Freundinnen und sagen, dass sie Barney doch ganz toll fanden und sie sieht super aus und zeigen ihr dann Haarbänder, die sie gekauft haben und sie haben auch eins für Honey gekauft und das macht sie total gerührt und die beiden erfahren, also Barney und Robin erfahren dann noch, dass sie den Pärchenwettbewerb gewonnen haben. Allerdings bricht Robin kurz danach zusammen. Honey küsst ihn dann, weil sie hofft, okay, wenn er ein bisschen Energie von mir kriegt, vielleicht wird er dann wieder groß. Allerdings passiert dann etwas ganz anderes und zwar, beide werden klein. Honey wieder auf ihre normale Größe und Robin zu einem Baby. Und er sagt dann, dass es keinen Kuss gibt, der ihn in seine Gestalt zurückbringt. Und jetzt verwandelt Kusuke sich erstmal in einen Jungen und jetzt müssen Honey und Kusuke versuchen, sich um Baby Robin zu kümmern und nehmen ihn dann auch mit in die Schule und plötzlich verwandelt sich Honey wieder in Barney und weiß gar nicht, was sie machen soll, zieht sich dann den Schulärztin-Kittel um und tut so, als wäre sie Schulärztin.
Kurz darauf geht Robin ihr verloren, er krabbelt davon. Allerdings finden Honeys Freundinnen ihn und bringen ihn zu Barney. Ja, Robin ist bewusstlos und geht's überhaupt nicht gut. Es ist dann schon spät abends, es ist dunkel und Honey sitzt mit ihm draußen und als er dann wach wird, sagt er ihr, ja, wenn ich wirklich wieder so werden soll wie vorher, dann muss ich dir dein ganzes Blut aussaugen. Und Honey sagt dann halt, okay, tu's, das ist nicht schlimm, mach es. Und sie küsst ihn dann halt ein letztes Mal. Und am nächsten Morgen ist es dann allerdings so, dass sie noch lebt und dass Robin ihr dann sagt, ha, 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 ich hab dich angeschmiert und ist wieder groß und alles ist so wie immer. Und sie ist total so, was? Bist du gemein, das geht doch nicht. Und ja, am nächsten Tag in der Schule ist es allerdings nicht so, dass da alles wieder ein normaler Alltag ist. Es gibt einen neuen Lehrer, Herr Allen. Er ist sehr nett zu Honey. Er sagt auch, dass sie ihm total gut gefällt. Und Robin macht das so ein bisschen eifersüchtig. Und ja, Honey genießt das so ein bisschen, so ein, ja, jemand zu haben, der sie so mag, wie sie ist. Allerdings ist Herr Allen nicht das, was er zu geben scheint. Er ist auch ein Vampir. Er ist Robins älterer Bruder und nimmt Honey mit in die Unterwelt und ja, sagt jetzt, sie ist seins. Und ja, sie versucht da natürlich rauszukommen, was natürlich nicht so klappt. Und Robin macht sich jetzt auf den Weg und sucht sie und will sie retten. Und so endet der erste Band. Ist eine ganz niedliche und lustige Geschichte. Der Zeichenstil ist ganz süß, wirkt allerdings zwischendurch so ein bisschen so, ja, ich weiß nicht, so proportional nicht richtig. Also es wirkt manchmal so, als wären die Proportionen total falsch an manchen Stellen. Aber ansonsten ist es ein ganz niedlicher Zeichenstil wohl. Die Story an sich, ja gut, ist mit zwei Bänden abgeschlossen, ist jetzt nicht so lang. Allerdings finde ich jetzt nicht so, dass sie der Hammer ist. Sie ist ganz nett für zwischendurch. Man kann sie kaufen, muss es aber nicht, meiner Meinung nach. Sie ist wirklich zwischendurch ganz lustig. Aber ich weiß nicht, es ist jetzt nicht so, dass da eine bestimmte Storyline hinterhängt, die verfolgt wird. Es ist einfach so wie Schlottern vom einem zum nächsten Ereignis, die aber keinen bestimmten Zusammenhang irgendwie haben. Ja, deswegen ist es nicht ganz so mein Fall. Natürlich kann er euch gut gefallen, aber meins ist es leider nicht ganz so gewesen. Aber wie gesagt, zwei Bände, man kann auf jeden Fall sich den kaufen. Und für zwischendurch ist er ganz nett. Mit zwei Bänden kann man ja auch nicht so viel falsch machen. Und ja, auf meinem Blog gibt es dann natürlich auch nochmal alles in schriftlicher Variante wieder als Review. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Oh, und nicht vergessen, mein Gewinnspiel-Video geht nur noch bis nächste Woche Freitag. Also macht noch fleißig beim Gewinnspiel mit. Und ja, bis dann.